Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute ein kleiner Money Glitch, der mittlerweile schon über 3 Jahren funktioniert, also da braucht ihr keine Angst haben. Und zwar, ihr müsst einfach hier zur Location hin. Hier ist ein Haus, was ich euch gleich zeigen werde. Was ihr braucht eigentlich gar nichts außer entweder MOC oder 50.000. Ihr braucht einen Kumpel und dann geht ihr MOC rein. Und geht auf, glaube ich, auf Herausforderungen. Und dann müsst du irgendwo, als Maul, da müsste irgendwo Fahndungsliste stehen. Und zwar Fahndungsliste ist das, wo du 10 Minuten überleben musst. Und dann dafür 21.000 bekommst. Wenn du natürlich, also zu zweit nur. Wenn ihr es zu dritt spielt, dann kommt ihr noch 19.000. Aber ich empfehle es euch, nur zu zweit zu spielen. Denn für den Anfänger sind 21.000 schon sehr viel und ihr bekommt auch ordentlich EP dazu. Und ja Leute, ich würde sagen, wir sehen uns einfach dort. Ja Leute, hier sind wir auch schon. Moment. Ah, egal. Ich wollte, keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist das Haus. Also wie gesagt, wir sind hier, nicht hier unten. Hier sind wir. Hier geht jetzt hier lang. Dann müsste hier dieser komische Beutel halt stehen. Drückt ihr hier Viereck und zack, habt ihr euch ins Haus geglitscht. Und dann geht ihr auf Herausforderung und joinet Fahndungsliste. Und könnt ihr 10 Minuten rumstehen, könnt was essen machen, ihr könnt auch auf Klo gehen, ihr könnt mit dem Hund runter, ihr könnt YouTube schauen. Ist mir eigentlich auch Latte, was ihr macht. Was ich euch nicht empfehlen würde, hier wird natürlich alles voll sein von der Polizisten. Nicht rausgehen. Also jetzt weit rausgehen, oder wenn ihr die Mission fertig habt, müsst ihr leider 10 Minuten warten, bis ihr die nächste machen könnt, also es wiederholen könnt. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr direkt hier rausgeht, nach der Mission, nicht direkt rumschießen, weil hier noch übelst viele Cops sind. Und ja, ich hoffe, der kleine Glitch hat euch gefallen. Es ist nicht der beste, aber er funktioniert seit 3 Jahren schon und für Anfänger ist dieser Glitch schon ziemlich gut und habt noch einen schönen Tag und ciao.